Herzlich willkommen zu unserer antifaschistischen Busfahrt 2.0. Hallo, wir sind heute hier auf unserer Bildungs- und Informationsfahrt und besuchen Nazis und völkische Siedler im Landkreis hier Lüchow-Dannenberg und Uelzen in Niedersachsen. Gerhard Siegtraut Drescher. Nach Kukes kam dann Gerhard Siegtraut Drescher nach Seedorf. Das ist die alte Dorfstraße 3, wie gesagt, die man nicht so wirklich sieht. Die freiberufliche Musiklehrerin, die ist nicht im Schuldienst, ist ihr ganzes Leben in völkischen Kreisen aktiv. Aufgewachsen in Berlin, verbrachte sie viele Jahre in völkischen Bünden wie dem Deutschen Mädelwanderbund und der Deutschen Gildenschaft. 1993 war sie zudem Standortführerin der Heimattreuen Jugend e.V. Im Deutschen Mädelwanderbund war sie Bundesführerin. Außerdem war sie in der rassistischen identitären Bewegung aktiv und nahm an verschiedenen Aktionen dieser Gruppierung in Norddeutschland teil. Drescher war es nicht nur in extrem rechten Organisationen aktiv, sondern versucht mit völkischer Kulturarbeit urdeutsches Brauchtum zu verbreiten. Innerhalb völkischer Strukturen bietet sie Volkstanzkurse an, so etwa bei Veranstaltungen der antisemitischen und völkischen Anastasia-Bewegung. Schon 2016 nahm sie an den Anastasia-Festspielen im hessischen Poppenhausen teil. Ein Foto zeigt sie dort beim Volkstanz mit dem rechten Aktivisten Steffen Hubka. 2017 präsentierte sie mit einem Vertreter des Anastasia-Projekts Veda Elisia aus Wiedrode, Sachsen-Anhalt, auf dem Anastasia-Festival in Weichlingen, Thüringen, eine neue Nationalhymne für Deutschland. Elisa Hymne wird die bei Rechten beliebte Erzählung aufgegriffen, Deutschland sei nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt und das deutsche Volk unterdrückt worden und müsse nun mit Rückgriff auf die Vergangenheit wieder auferstehen. In ihrem kulturellen Einsatz in der extrem rechten Szene hat sie vielfältige Kontakte zu bekannten Akteuren dieser Szene, so zum Beispiel zum Holocaust-Leugner Nikolai Nerling, den sie auf Veranstaltungen des Volkstanz unterstützte und mit denen sie gemeinsam an schlägigen Volkstanz-Events der Szene in Sachsen teilnahm. Zuletzt besuchte sie im Februar 2024 gemeinsam eine Geburtstagsfeier in Himbeeren, wo mehrere Angehörige völkischer Sippen und neofaschistischer Aktivitäten zusammenkamen. Wir haben die Nachbarn informiert, wir haben Gespräche geführt, Flugblätter verteilt. Wir werden jetzt hier noch weitere Orte in der Region besuchen und weitere Strukturen öffentlich kenntlich machen und die Anwohnerschaft und Nachbarn informieren.